Mistwetter an der Achtube, aber das macht gar nichts, denn trotzdem ballern hier schön die Brocken rein, so wie es soll. Schön am Land für die Qualifikation Rapfen-Trophy auf Land. Klappt das hier? Ja, das ist natürlich die große Frage. Also raus mit den Ködern und dann langsam hier durchleiern und hoffen, dass da die dicken Rapfen reinballern. Ich stehe hier schon ein bisschen länger. Ich habe gestern Abend auch schon ein bisschen rumprobiert an der Achtuber auf Rapfen vom Land. Und bisher sieht es so aus. Also knappe 15 Minuten jetzt hier, nicht so ganz. Aber bisher schon bis zu 5,5 Kilo Rapfen. Also da geht ein bisschen was. Und ich teste gerade so ein bisschen die Führungsmethode oder wie man am besten noch mehr den Rapfen triggern kann. Kohlemäßig kann sich das auch sogar schon sehen lassen. 150 Silber jetzt hier in den, ja, wie gesagt, knapp 15 Minuten. Also das passt schon mal ganz gut. Bisher, oha, jetzt habe ich deutlich weiter rechts ausgeworfen. Gucken wir mal, ob da auch was geht. Bisher sieht es, wie gesagt, richtig gut aus. Und das auf den selbstgemachten Kunstködern. Also bisher mit diesen Blinkern unterwegs. Rapfen funktioniert immer wieder ganz gut auf Topwater. Also wenn man den Rapfen einfach nur so haben will, ohne die Qualifikation, diese Herausforderung. Und hier oben ist sie drin, die Herausforderung. Klassisches Spinning und dann hier Stufe 5. Fangen Sie einen Rapfen in Trophäengröße mit einem Blinker vom Ufer aus. Absolute Katastrophe, das Ding. Aber irgendwann muss er mal reingehen. Und da ich ja eh so lange ein bisschen dieses Theater hatte mit dem Rapfen, habe ich irgendwann auf Topwater meine Rapfen-Trophy gefangen. Allerdings an der Sura, da das auch wieder richtig gut funktioniert. Und jetzt testen wir das einfach mal hier. Also, ich werfe zu diesem Baum, also in den Schatten, in die Spiegelung von dem Baum. So, ungefähr 50% aufgeladen. Das heißt, man landet ziemlich genau dann da in die in der Spiegelung, dann von dem Land auch. Und dann locker durchleiern. Und meistens waren bisher die Bisse relativ nah in diesem Bereich. Also, Einschlag des Köders, kurze Absinkphase, Anfang zu kurbeln, Biss. Das waren jetzt hier die meisten Bisse und so gut wie nie kam jetzt hier in diesem näheren Bereich. Also normal kann man hier, wenn da hinten kein Einschlag kommt, sofort wieder einkurbeln. Also auswerfen, da hinten hinwerfen, bisschen absinken lassen, anfangen durchzuleiern. Jetzt hier gerade auf der großen Wenga mit Tempo 25. Man sieht, der Blinker, der wiggelt immer so ein bisschen noch rum. Und wenn dann da vorne, wenn da kein Einschlag kommt, wenn da kein Biss kommt, ja, vielleicht kann man nochmal einen auf den hier machen. Schnelles Einkurbeln. Nochmal so ein bisschen zusätzlich triggern. Und dann war's das. Also wenn da nichts kommt, dann kommt da auch einfach nichts. Dann ist da nichts. Dann weiter raus oder direkt wieder rein und wieder raus. Und hoffen, dass dann da der nächste Einschlag kommt. Bisschen absinken. Und durchziehen. Jetzt habe ich das natürlich von morgens an probiert. Wir haben jetzt mittlerweile 14 Uhr. Kann auch sein, dass es gerade so ein bisschen die Mittagsflaute ist. Also in den Morgenstunden ging das schon mal ganz gut los. Zack, da haben wir den nächsten. Ich habe auch verschiedene Köder getestet. Angefangen vom selbstgemachten Barschköder. Den Hechtköder muss ich noch testen. Jetzt gerade hier den Zanderköder. Ich habe ein paar Blinker auch ein bisschen probiert. Aber am ehesten ging das tatsächlich ganz gut auf diesem selbstgemachten, simplen Barschköder. Und jetzt stehe ich hier mit dem Zander-Kunstköder. 1-0er Haken drauf. Vorher war ich mit den kleinen Haken unterwegs. Nur mit einem 6er Haken, weil ich auch da mal gedacht habe, okay, vielleicht geht da noch so ein Braschnikow-Hering rein oder irgendwie sowas Nettes. Warum auch nicht? Und ja, da waren aber hauptsächlich nur die ganzen kleinen Rapfen dabei. Und ja, dementsprechend dann, weil das ähnlich war wie gestern Abend, nochmal jetzt gerade größer reingegangen
Und mit dem größeren Setup läuft das auch tatsächlich gut. Vom gesamten Setup, ich bin jetzt hier gerade mit 13,8 Kilo unterwegs. Wenn da jetzt eine Rapfen-Trophy reingeht, dann wird es schon sportlich. Der mit 5 Kilo hat schon ein bisschen Action gemacht, aber konnte noch nicht so richtig abziehen. Das heißt, wenn da so ein großer reingeht, so eine Trophy, die wird ein bisschen abziehen können. Da muss man wahrscheinlich in den Drill. Aber das sollte funktionieren. Wenn dir das ein bisschen zu unsicher ist, ich denke auch mit 17 Kilo sollte man hier noch ganz gut klarkommen. Vielleicht ist das Ganze auch ein bisschen hechtsicherer, wobei ich bisher noch nicht einen Hecht hier hatte. Und ja, von daher passt das, glaube ich. Und vor allem von dem Zander Kunstköder hat man ja, wenn man den selber herstellt, mehr als genug in den Taschen rumliegen, dadurch, dass man damit ja meistens auch skillt. Ja, wie gerade schon gesagt, 1-0er Haken hier drauf mit Puschel in dem Fall und den dann hier locker durchziehen. Ich habe hier den ganzen Bereich auch schon abgeworfen. Bisher war es hier vorne in dieser Area, wie gesagt, so mit am besten, am schnellsten, dass dann da die Einschläge kamen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das da so ein bisschen wandert. Ein bisschen weiter raus. So, ein bisschen absinken lassen, dann rein und dann gucken. Nur irgendwas Kleines. Ich nehme auch die Kleinen hier mit. Ich nehme auch hier irgendwelche Kleinen und Seltenen mit. Was ich gleich auch nochmal testen werde, ist hier vielleicht nochmal eine Runde schleppen gehen. Es soll ja auch die Kaspische Forelle wieder gehen. Da hieß es ja schon zum Ende letzter Woche. Alden, hast du gesehen, Kaspische Forelle. Jau, habe ich ja schon. Triggert mich jetzt nicht so ganz, ist aber trotz allem ein richtig guter Fisch. Vor allem lohnt er sich ja kohlemäßig sensationell. Da reichen ja auch schon ein paar kleine von, dass man hier ja das Bootsticket direkt wieder raus hat und trotzdem noch mit einem ganz guten Plus hierbei rumgeht. Ja, ich glaube, das ist es zum Spot. Einfach hier vom Anleger aus, wenn man es noch nicht gesehen hat. Also ich bin direkt hier quasi am Anleger zwischen dem Fischmarkt, hoppala, und dem Café. Und dann ganz simpel einfach nur raus, locker durchleiern, dass der Köder so ein bisschen hier ins Wiggeln kommt. Und dann lübt hier der Rapfen. Ganz cooles Ding, bin ich super zufrieden mit. Ja, jetzt 180 Silber schon in der kurzen Zeit. Das ist doch gar nicht schlecht. Kaffeeaufträge sind gerade nicht drin. Haha, Kaspische Forelle ist natürlich noch drin mit 2700. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber ich bleibe erstmal bei deinem Rapfen. Schuster bleibt bei deinem Rapfen. Hauptsache, ich fange den irgendwann mal für die Qualifikation vom Ufer aus als Rapfen-Trophy. Das wäre doch der absoluter Hammer. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.